Doch gesagt, nicht Felinara, Mann. Kein Rückenwind, mein Bester. Das könnte ein Fehler gewesen sein. Schön. Macht der Erdbeben. Da macht der Schutzschild mit Felinara, ne? Dann wird der Schutzschild mit Felinara machen. Macht er Erdbeben oder macht der Schutzschild das? Ist auch egal. Ich gehe auf Stahl, dann überlebe ich das auf jeden Fall eine Runde. Ja. Der gefährlichere ist Felinara, ehrlich gesagt. Ich gehe lieber auf Felinara. Oder macht Steinhagel oder so ein Scheiß. Schwierig. Felinara ist jetzt gerade der gefährlichere Part. Despota, ich habe übelste Def. Auch wenn er Erdbeben drückt und das sehr effektiv ist. Ich habe 500 plus Def. Das Felinara-Ding muss weg. Ja. Ja! Er macht Steinhagel. Eisenschädel. Oh, Zucker. Zucker. Und Genesung. Oh. Gut, er wird kein Erdbeben machen. Er wird kein Erdbeben machen. Er ist scheiße lahm. Ist er lahmer als Britzigel? Nein, er ist schneller als Britzigel. Ich guck mal, was er macht. Terra Elektro. Er wird auf jeden Fall kein Erdbeben machen. Steinhagel, okay. Hatte ich mir gedacht. Britzel überlegt. Schön, Britzigel. Und Ableithieb hat er. Er hat Ableithieb, okay. Das heißt, wir müssen ihn. Er hat viel mehr Verteidigung als Spezialverteidigung. Ich guck, da ich das Despota jetzt vielleicht noch wegkrieg. Oh, Verteidigung sogar runter. Ja. Ich guck, dass ich jetzt noch das Despota wegkrieg. Ich glaube sogar, ein Ableithieb killt mich nicht mal. Ich habe so viel Def, ne? Schön! Volltreffer. Full Life. Ah, Ableitieb killt mich nicht. Ich habe so viel Def, wirklich. Ah, sag ich ja.
Sag ich ja. Blöde ist, dass wir den Sandsturm irgendwie nicht richtig ausnutzen können. Das wäre natürlich cool. Machen wir einmal Fluch. Ja. Soll ich ihn auch mit Ableitieb angreifen? Wer macht mehr Schaden? Er oder ich? Mach ich mal. Aufgegeben. Ja, schön. Das Popo-Team ist geil. Das Popo-Team kann geil sein. Ja, danke, Krylos. Ah, er macht es aber. Fiaro, Knackrack. Und er wird mit Knackrack. Ich würde fast wetten, dass er Erdbeben macht. Ich würde es tatsächlich fast drauf wetten. Und dann ist halt die Frage, gehe ich mit Rollwände raus? Ich sehe gerade, das ist ein physischer. Ich weiß gar nicht, ob ich Rollwände drauf spielen will. Oder gehe ich mit Eissturm drauf? Beziehungsweise Gefriertrockner. Ich glaube Eissturm. Soll er sein Erdbeben machen? Oder will ich raus? Ich lasse ihn sein Erdbeben machen. Oder kalte Dusche. Scheiße, vielleicht hätte ich doch Eissturm machen sollen. Er macht Terraboden. Ich hätte den Eissturm machen sollen. Oder wechseln sollen. Vielen Dank für den Follow. Ah, Mann, ich hätte die Rollwände, glaube ich, einfach mal. Ah, ich weiß nicht, ich bin so unschlüssig, was ich hätte machen sollen. Oh, das ist gut. War vielleicht richtig. Steven, vielen, vielen Dank für deinen 18. Steinhagel macht er. Das ist gut. Das ist gut. Steinhagel ist sehr gut für mich. Hatte echt gedacht, er macht Erdbeben. Erdbeben wäre Eisenbündel bestimmt tot gewesen. Danke, Steven. Den müssen wir sofort killen, weil der kann wiederbeleben. Deswegen mache ich jetzt mal einen Sonntag für die kommenden Pokémon. Oh, ich bin ja gelockt jetzt auf kalte Dusche. Ist actually gut. So, Sonntag direkt eingesetzt. Gerade drauf gemacht. Kalte Dusche, Angriff weniger, schon ein bisschen Schaden, sehr gut. Angriff minus ist schon mal sehr gut. Was ist das? Okay. Ich habe Rückenwind draußen, ich habe Sonntag draußen. Er hat seine Arbeit getan. Er hat zwei Attacken getankt. Und überlebt. Ich behalte mir mal Flutterhaar in the bag. Ich behalte mal Flutterhaar jetzt im Rucksack, im Hintergrund, in der Hinterhand. Und ich überlege, ob ich Erdbeben drücken soll. Nein, Eiskreisel. Der muss weg. Der muss weg. Kalte Dusche. Der muss weg. Wenn er jetzt Schutzschild macht, okay, gut. Der muss weg. Scheiß drauf, der muss weg. Talsegen. Damit kann er einen wiederbeleben, ne, mit Vitalsegen. Talonflame, Riesenzahn, 2 KP abgezogen. Wehe, du schreckst zurück. Wehe, du schreckst zurück, du Scheißvieh. Guter Boy. Lol, durch Rauhaut verletzt er sich selber auch an Beulenhelm.
Das ist ja wild. Also dieser Paar muss, glaube ich, ein spezieller Angreifer. Den würde ich jetzt erstmal links liegen lassen. Ich hau jetzt auf jeden Fall alles auf links. Aber vielleicht prediktet er das auch. Nee, ich hau den weg. Der hat auch keinen Orkanschwing. Ich bin auf jeden Fall schneller. Jetzt nochmal ein Init-Boost. Bin ich sowieso schneller als alles. Mit Rückenwind. Ich habe 1000 Init oder so. Ich mach mal einen Protzer, glaube ich. Oder ich haue mal weg, was er da hat. Vielleicht hat er irgendein ekelhaftes Item. Ja, und den haue ich mit Donnerblitz weg. Ich bin sowas von schneller. Der ist direkt weg wieder. Den Vitalsegen hättest du dir auch schenken können. Nahkampf. Keine Wirkung auf Flatterhaar. Was hast du da? Fokus-Squad, gut. Kein Rückenwind mehr. Gegner auch kein Rückenwind mehr. Was hast du jetzt noch? Gengar. Gengar ohne Gurt. Und ich bin schneller. Gengar ohne Gurt. Er ist auch speziell, deswegen ich würde mal ihn jetzt killen. Was das? Flinkklaue. Als ob. Das hat eine 10% Chance. Hat Flinkklaue, Leute. 10%. Und wer spielt denn auf dem Gengar mit 130 Base Init noch eine Flinkklaue? Hä? Okay, das Team wurde verbessert. Jetzt ist das Team gut. Das Team kann ich, glaube ich, mit dem Leihcode raushauen.